Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Cookie, meine Cookie, wo bist du nur? Ich glaube, das ist richtig. Ach, wo ist meine kleine Cookie denn bloß? Des Nachts ist sie doch wieder da. Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Oh, du bist es, Sam. Diese Haare, das ist doch die Mutter von Harry Potter. Lily. Wie gut, dass ich dich treffe. Hast du meine kleine Cookie zufällig gesehen? Wer ist Cookie? Ich habe sie nachts gesehen, aber da hattest du sie auch gesehen. Oder hast du so eine Amnesie? Sie ist meine Tochter. Ein kleines, süßes Mädchen von 5 Jahren. Ich bitte dich, Sam, willst du nach meiner Tochter suchen? Ich bin schon ganz verzweifelt. Seit 5 Jahren gibt's dieses Mädchen schon auf dem Wolkenhorte und Sam hat sie noch nie kennengelernt. Obwohl hier irgendwie nur 10 Leute wohnen oder 20. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen. Boah, da würde ich als Mutter auch ausrasten. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wäre von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich noch tun? Ich würde die ganze Ritterschule mobilisieren und den ganzen Wolkenhort durchkämmen. Ich würde hier nicht hier oben stehen alleine und einfach mal random in die Luft rufen. Zufällig die Lüfte fragen, wo ist der Cookie? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden, da bin ich ganz sicher. Bitte, finde meine kleine Cookie, ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Es tut mir leid, aber ich habe Hunger. Na, ich suche sie. Ah, vielen Dank. Ich wusste, dass er auf die Schüler der Ritterschule Verlass ist. Ja. Ich zähle auf dich. Sei mal froh, dass ich dich zufällig hier getroffen habe. Hey! Das bringt's bestimmt voll, hier oben zu rufen. Hey! Ich würde ja so gerne mal eine Synchronsprecherrolle für ein Spiel haben. Hey! Das wäre schon ziemlich geil, ja. Okay, will er mit mir zufällig reden, wenn er so da so markant vor der Tür steht? Hallo Sam, weißt du denn schon, wo unsere Zelda ist? Oh, ich verstehe. Nun, dann streng dich an. Hilf mir doch mal ein bisschen. Da fällt mir ein, ich habe eben Cookies Mutter hoch zum Tempel laufen sehen. Was sie wohl dort macht, das ist der Hinweis auf das, was ich schon herausgefunden habe. Was sagst du, da hat die kleine Cookies verschwunden? Wie schrecklich, ich mache mich sofort auf die Suche. Du solltest auch ein paar Leute fragen, ob sie vielleicht Cookie gesehen haben, Sam. Stimmt, jetzt muss man... Ich bin viel zu schnell gewesen beim Friedhof. Das habe ich wohl noch gewusst von meinem ersten Mal spielen. Jetzt muss man da nämlich die Kettenreaktion Stück für Stück abgehen und mit den Leuten reden. Muss ich jetzt wirklich nachts hin oder reicht das jetzt einfach da zum Friedhof zu gehen? Moment, da war Cookie und auf der anderen Seite der Brücke war der Friedhof irgendwo. Wenn ich ihn mal auf Anhieb finden sollte, dann wäre das geil. Ach Moment, sie will wieder reden. Vielleicht hat sie neue Informationen. Mein Spion. Hast du das gehört, ein kleiner... Wie kann deine... Ach so, sie hat was von Friedhof gesagt. Eine Tragödie, ja. Du sagst, es könnte sein, dass sie von einem Dämon verschleppt wurde. Das kann auch nicht möglich sein. Vielleicht hat sie nicht Megul genutzt. Da fällt mir etwas ein. In der Nähe des Wolkenhorts lebt ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Ist das nicht der in der Kürbisbar gewesen? Er redet ständig wie das Zeug, deshalb hat ihm bis jetzt niemand so recht geglaubt. Wo der alte Mann jetzt ist? Ja, genau das. Die wollen einen hin und her schicken. Ja, ich weiß. Dann kann ich mit dem nochmal reden. Ich glaube zwar nicht, dass er mir nochmal neue Informationen gibt, aber ich habe die alten schon wieder ziemlich vergessen. Ich gucke jetzt erst nochmal, ob das jetzt schon geht oder ob ich echt nochmal mit dem alten Mann reden muss. Der gibt mir bestimmt einen Hinweis, du musst eine Rose mitbringen. Dann macht der Dämon die Tür auch auf. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ein kurzer Versuch. Nein, na gut. Auf der anderen Seite der Tür ist eine dämonische Aura zu spüren. Guter Hinweis war aber zur Kürbis... Hä? Ich wollte eigentlich einen Wolkenvogel rufen. Aber an der Stelle geht das offensichtlich nicht. Pass ein bisschen besser auf. Was hast du eigentlich in der Schule gelernt? So wirst du es nie zum Ritter bringen. Ich bin ein Held. Ich muss kein Ritter werden. Ich rette hier die Welt.
du Held vom Erdbeerfeld. Gut, da muss ich offenbar nochmal hochlatschen, was für ein Scheiß. Es gibt halt diese Stellen, diese Absprungplattform. Anscheinend darf man nur diese verwenden. Hüpp, hopp, hopp, hopp. Und an sich hatte ich überhaupt kein Training in der Ritterschule. Ich hatte nur einen Wettkampf ganz am Anfang. Mehr war da nicht. Aber ich kenne ja auch keine Cookie. Obwohl ich hier schon seit Ewigkeiten offensichtlich lebe. Ab zur Kürbisbar und dann hole ich mir das Herzteil. Chriski ist jetzt einfach. Ich glaube, das muss man machen. Dann sind zwar alle böse auf mich, aber was soll man da? Moment, Karte. Das da rechts. Moment, kann ich da drauf gucken? Kürbisinsel. Da wird auch die Kürbisbar sein. Habe ich mich jetzt richtig gedreht? Jawohl. Dann bloß nicht zum Wald wieder. Oh, was machst du? Die Wiimote mal wieder, gell? Die Wiimote mal wieder. So. Moment. Natürlich habe ich jetzt keine Webcam. Natürlich an der richtigen Stelle, wo ich sie eigentlich hätte gebraucht. Aber ich glaube, die ist viel zu klein. Die fängt gar nicht meine ganzen Bewegungen hier ein. Moment, hier fliegen einfach so nach unten. Ich wollte halt den grünen Lichtstrahl eigentlich ein bisschen umgehen. Bevor ich dann noch runterfall. Ach, ich bin ja schon ganz oben gewesen. Wie ist das denn geschehen? Bin ich richtig? Ich glaube, das ist sie da hinten. Das ist sie. Man kann so schnell vorwärts kommen, wenn man die richtige Technik beherrscht. Nämlich ganz nach oben flattern und dann nach unten stürzen. Das habe ich früher nie gecheckt und dachte, die einzige Möglichkeit zu beschleunigen... Ey, nein, wir haben Sturmhilfe. Ist mit A. So nämlich. Das ist aber eigentlich nur ein Angriff. Ich glaube, zur Beschleunigung soll das gar nicht unbedingt genutzt werden. So, sind wir da. Aber fliegen ist echt nicht so einfach. Auf der Seite will ich... Ist das hinten oder vorne? Eine gute Frage. Aber wir können hier rein. Wir können ja auch mal speichern nach langer Zeit. Mal wieder. Was ist das eigentlich für ein Papagei da abgebildet? Sehr seltsam. Aber ich vermisse die Eule, die gibt es hier glaube ich gar nicht. Oh, noch alles ist schön. Noch ist alles schön. Ich rede erstmal mit ihm, bevor ich danach vielleicht, bevor er danach mit mir nicht mehr reden will, wenn ich mir das Herzteil geholt habe. Das Wolkenhautmonster, du glaubst mir doch, oder? Eigentlich ist das gar kein Monster, sondern ein Dämon und niemand überlebt die Begegnung mit ihm. Was, du willst wissen, ob ich ihn schon mal gesehen habe? Ja. Ich habe ihn gesehen und ich kann auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lasse mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in die Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Aha, das hat er mir bestimmt schon mal erzählt. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine Bestie sehr unüblichen Eleganz die Tür hinter sich. Ich werde diesen Anblick meinen Lebtag nicht vergessen. Halte dich nachts vom Friedhof fern. Ja, was bringt mir das, wenn er die Tür nicht aufmacht? Ich verstehe das noch nicht. Hallo du siehst aber wie ein Ritter aus dem Wolkenhort aus. Habe ich recht? Nimm doch Platz und entspanne dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen? Versuch bloß nicht, die Rubine von dort oben herunterzubekommen. Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal daran. Danke, dass du mir den Hinweis gibst, aber ich hätte das sowieso jetzt gewusst, was zu tun ist. Schon ziemlich blöd eigentlich. Gleich hassen sie mich alle. Moment, ich habe jetzt ein paar Insekten. Ist das irgendwie cool? Hallo Sam, ich habe etwas Neues für dich. Hast du im Wolkenmeer schon einmal diese Felsen gesehen, in deren Mitte ein Loch ist? Ja, die habe ich auch schon genutzt. Ja, das weiß ich. Mysteriöse Weise. Geübte Vogelreiter nutzen diese Felsen, um sich noch flinker im Wolkenmeer fortzubewegen. Immerhin, das hat ein paar Tipps für mich, obwohl er eigentlich mein Feind ist, oder? Das ist doch Bardos Gefolgsmann. Okay, muss ich das von hier oben machen? Ich glaube, ich im Moment. Oh, oh, es gibt gleich so Ärger, es gefällt mir echt nicht, aber ich muss es tun. Geht wohl nicht anders. Nochmal?
Jetzt, oh shit. Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du runterkommst. Ja, jetzt lieben mich alle. Und ich glaube, ich darf nicht bezahlen. Die Rubine sind weg. Doch, die sind da noch. Aber es geht mir eigentlich nur um das Herz. Sammle 4, um ein Leben, um deine Lebensenergie, um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlt noch ein weiteres. Herrlich. Ich glaube, das wäre dann mein erstes eigenes Herz, abgesehen von Tempeln. Kann das sein? Möglicherweise. Oh shit, der mag mich jetzt überhaupt nicht mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan? Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der an dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Natürlich. Ich könnte dir zwar auch die Rubine direkt selber geben, aber naja. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also wirst du ihm die Suppe bringen, wenn ich eine leere Flasche habe? Bestimmt. Du hast ja... Na, gib mir doch eine. Was ist das für ein Service? Muss ich in meiner eigenen privaten Flasche dem Kunden die Suppe bringen? Wenn du Suppe mitnehmen möchtest, brauchst du eine. Sieh zu, dass du wieder mit einer leeren Flasche hier antanzt. Ich hoffe ja, am Ende zumindest kriege ich von dem eine. Ja toll, jetzt muss ich meine schöne Fee. Ah, nach links. Nach links, nach links. Moment, ich habe eine andere Idee. Ich gehe zu Terry. Ich glaube, der hat nämlich... Nehme ich das Holzschild eben. Der hat bestimmt inzwischen eine Flasche zu verkaufen. Kratz, kratz. Mal gucken. Denn bezahlen kann ich das jetzt bestimmt. Ich will echt die Fee nicht verlieren und den Trank sowieso nicht. Zack. Immerhin habe ich jetzt ein Herzteil hier eingesackt und habe mit dem Typ nochmal geredet. Jetzt probiere ich halt nochmal zu dem Dämon zu kommen, aber irgendwas fehlt da noch. Ich verstehe aber nicht ganz was. Hopp, nach oben. Schwingen, schwingen. Schwingen die Wiimote. Nein, nein. Jetzt endlich geht das mal. Keine 360-Grad-Drehung, sondern direkt gegensteuern. Das klappt so oft nicht. Und ich bin ganz oben. So. Also jetzt möchte ich gerne zu Terry. Das hätte ich sonst noch vergessen. Denn er hatte sowieso noch Sachen, die ich wollte. Oh, nicht einen Wirbelsturm. Ich weiß nicht, was der macht. Oh, shit. Bei Windwaker landet man dann ganz woanders. Hä? Ja, das ist ja total schlimm. Ich hole einfach nochmal den Vogel. Das hat mich ja jetzt total aus der Bahn gebracht. Nicht. Der Wasserfall sieht so aus, als würde er einfach darunter fließen. Und dann regnet es auf dem Erdland. Terry, wo ist Terry? Terry, der Flugsaurier. Wo ist Kazooie? Irgendwo hier ist Terry normalerweise. Man sieht ihn gerade nicht. Oh, Moment, ich wollte hier runter. Nicht aufs Zelt. Da landet es bestimmt nicht so angenehm auf dem Zelt. Ein paar Knöchelbrüche gibt das. Terry, da ist er. Da ist er. Ich brauche wieder eine Schleuder. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Ja, genau. Perfekt. Hoffentlich komme ich da ran. Ja, nein, komm, spring. Ja, komm. Ist das dein Ernst? Dankeschön. Oh, ich habe wieder losgelassen. Ja, super. Seufz, seufz, seufz. Sekunde, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Nochmal runter. Er war halt verwirrt, als ich losgelassen habe. Ich war noch viel verwirrter. Greifen und gedrückt halten. So, ich bin gespannt, was der für mich parat hat. Zumindest eine Rubinbörse. Hat er bestimmt noch. Ja, da sehe ich sie schon. Keine Flasche leider. Vielleicht muss ich erstmal was anderes wegkaufen. Die Lebenskraftmedaille.
Ach, er weiß es nicht so genau. Das ging, glaube ich, nur um Herzchen, um meine Lebensenergie halt zu erhöhen. Nein, vielleicht irgendwann kann sie mir eh nicht leisten. Eine Itemtasche wäre schon ziemlich cool, aber eigentlich würde ich... Was ist das? Ich glaube, für Insekten sieht das so aus. Oh, das ist eine Insektenmedaille. Ja. 300 kostet, glaube ich, die Rubintasche. Wie viel kostet das? Die zeigt dir an, wo sich Insekten befinden. Das ist doch für die dumme Aurasuche bestimmt. Wow. Nein, danke. Damit habe ich nicht gerechnet. Das, ja, das ist ja fast so wie Domain-Abzocke im Internet. Das hier ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Ja, 300 Rubine und sie wird auch nur 300 kosten, oder? 100, oh, wie billig. Ja, natürlich. Das ist bestimmt so billig, weil er denkt, damit, das ist eine Langzeitinvestition, weil ich ja immer wieder komme und mein Geld mitbringe. Perfekt, jetzt kann ich 900 tragen. Oh, vielen Dank, das gibt mir Kraft, noch fester an die Pedale zu treten. Der geht da richtig mit Leidenschaft ran. Okay, das wäre jetzt sonst noch interessant. Wer dieser Zusatzartikel kannst du eine Art mehr bei dir tragen. Ja, klar doch. 300, dann nehme ich das auch mit. Problem ist nur, wenn er gleich noch eine Flasche hat. Na, ich, irgendwann brauche ich das sowieso. Dankeschön. Ja, langsam wird es echt notwendig, weil sonst kann ich bald keine Items mehr tragen. Keine neuen. Diesen Kauf wirst du nicht bereuen. Ich gehe kurz mal raus und wieder rein und bin gespannt, wie endet dieser Reim. Gut, nochmal eine Geld... hat immer dieselben Sachen. Ich kann mir noch eine Geldbörse holen. Wenn sie wieder 100 kostet. Ja, ist doch geil. Wenn sie wieder 100 kostet, kostet sie auch nur 100. Ja, perfekt. Natürlich. Da werde ich ja reich, wenn ich mal irgendwo eine Stelle finde, wo ich viele Rubine bekomme. 1200. Ja, perfekt. Aber wo kriege ich eine neue Flasche mal her? Gut, dann mache ich das mit der Kürbisbar immer noch nicht. Nach dem dritten Tempel können wir, glaube ich, ganz viele Nebensachen erledigen. Das war nicht so hoch gut. Was will er jetzt? Hat er neue Informationen? Hey Sam, machst du was in Terrys Laden? Cookie? Wir haben neulich beim Friedhof zusammengespielt. Als meine Mama mich gerufen hat, bin ich nach Hause gelaufen. Was ist denn passiert? Ja, von einem Kind muss man jetzt nicht so viele Informationen erwarten. Stimmt, der Eisenschild war ja sowieso gegen Elektroattacken nicht so gut und ich glaube, jetzt kommen Elektroattacken. Jetzt ist er lieb. Jetzt ist er lieb. Ganz plötzlich. Mit euch hatte ich allen schon geredet. Ich gehe jetzt noch ein einziges Mal zum Friedhof, zu dem Typ. Oder hilft der Baum irgendwie was? Nee. Hier bleibt es offen. Ich verstehe noch nicht, wie ich da reinkommen soll. Aber ich gebe nicht so schnell auf. Aber ich gehe da noch einmal zum Marktplatz. Es bringt nichts. Ich habe mit allen geredet, aber irgendwas fehlt noch. Ich war auch nachts da, das hat keinen Unterschied gemacht. Das ist ja geil, seit wie vielen Videos jetzt schon hier dauernd am rumlaufen? Aber macht ja nichts. Langsam aber stetig kommen wir voran. Genau zum Marktplatz wollte ich. Vielleicht hat sie ja doch irgendwas Neues erfahren. Oh, salopp. Was, wenn man den Grabstein... Sie erzählt einfach nochmal alles, falls man es nicht mitbekommen hat. Und danach verschiebt, dann kann man wirklich diesen Dämonen treffen. Also ich bleibe nachts auf jeden Fall in meinem Haus. An sich ist echt der Hinweis, jetzt einfach nur noch nachts machen und dann kann man dahin. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal zum Marktplatz. Bevor ich das wieder vergesse. Dann mache ich es doch nochmal. Dann mache ich kurz nochmal Nacht. Ein letztes Mal. Habe ich das noch nicht als Abkürzung hier hingeschoben? Das ist doch bestimmt eine tolle Abkürzung. Aber ohne irgendwie. Irgend so ein Geräusch. Wofür steht die Fahne? Für Handel wahrscheinlich. Rein da.
irgendeinen tollen Schild. Was ist das denn für eine Tasche? Wieso kann ich das nicht von außen schon sehen? Jens, das ist riesig. Wir haben eine kleine Bombentasche. Ich habe schon eine kleine. Ach so. Ich kann noch mal 5. Ich habe aber kein Geld mehr. Ich habe alles ausgegeben für meine Rubin-Taschen. Fällt mir gerade auf. Das war ziemlich unpraktisch. Aber er hat sonst eh nichts Interessantes. Nur die Schilde, die ich schon habe. Das ist die Item-Tante. Deswegen, wenn man nicht genug Item-Plätze frei hat, muss man hier alte Items ablegen. Das wäre sehr unpraktisch. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann hier deine Items verbessern und dein Schild reparieren. Also was soll hier? Item verbessern. Wenn der Schild weg ist, ist er weg. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Will ich das? Was bringt... Ach, dann wird das größer wahrscheinlich. Ich wüsste aber gerne, ob ich dann... Ach, zum Harten. Moment, was brauche ich denn dafür? Mir fehlt ein Schmuckschädel oder 2 sogar. Holzschild, sollte ich das echt verbessern? Hart. Das könnte ich machen. Abwehrkraft ist erhöht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was bringt. Und das kann ich leider nicht. Das Einzige, was ich wirklich gerne hätte, verbessern hätte wollen, und das hier auch vielleicht, das geht nicht. Na gut, das geht ja auch nicht gerade. Na gut, dann habe ich als einzige Möglichkeit das. Dann wird wahrscheinlich nicht so toll sein, aber es kostet nur 30, dann mache ich das halt. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig. Ja, warum? Kein Problem. Warum sollte ich das wollen? Alles klar, dann lege ich mal los. Mal sehen. Der sieht nicht so kräftig aus wie der Gonzo in Majora's Mask. Ach so, ich bin fertig hier, das gehört dir. Schön, dass er so schnell geht. Du hast den harten Holzschild erhalten. Er ist immer noch leicht zu handhaben, hält aber mehr aus als sein Vorgänger. Kann ich ihn nochmal verbessern? Aber jetzt jedenfalls nicht. Oder? Doch, es geht noch besser. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus, zumindest optisch. Aber mir fehlt Wüstengras und ein Schmuckschädel. Ich brauche unbedingt mal Schmuckschädel. Die scheinen sehr wichtig zu sein. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt auf die Schnelle mal ein Stückchen schlafen. Am besten gehe ich dazu wieder in Cookies Haus. Das eignet sich dafür immer ganz gut. Aber dann ist Cookie hier. Dann treffe ich sie nicht beim Dämon selbst, glaube ich. Warum sollte man eigentlich bis morgens schlafen? Was hat das für einen Sinn? Gibt es irgendetwas, wo man die Zeit vorspulen muss? Ich wüsste nur den Grund, halt bis nachts oder immer halbtags zu schlafen. Ah, jetzt ist er weg! Jetzt ist er weg! Weil ich mit der Mutter geredet habe. Das ist irgendwie alles konfus. Oh nein, ich konnte Cookie immer noch nicht finden. Ich bitte dich, finde meine kleine Cookie so schnell du nur kannst. Das ist jetzt, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass ich jetzt endlich richtig bin. Ich war einfach viel zu früh beim Friedhof. Und jetzt, komm schon, ich will das jetzt noch schaffen. Ah, lass mich in Ruhe. Ah. Lieber runterspringen in die Abgründe des Wolkenhorts. Ach, ich muss auf die Seite zurück. Gut. Stimmt, hier standen ja so Tratschtanten rum und haben die Brücke blockiert. Damit man hier noch nicht rüber konnte zu einem frühen Zeitpunkt des Spiels. Aber jetzt kann man da ruhig hin. So, ich weiß, ich bin falsch. Hier müsste das doch sein. So langsam komme ich echt zurecht hier. Muss ich nochmal aufmachen? Nein, es bleibt offen. Paraschal. So, wenn es jetzt nicht geht, dann drehe ich am Rad. Jetzt ist Cookie nämlich nicht mehr im Bett. Jetzt. Jawohl. Oh, Gänsehaut. Das arme Kind. Boah. Was für eine Dämonenhütte. So stelle ich mir einen Vergewaltiger vor.
Du Scheiße. Moment, Moment. Da ist Cookie. Aber irgendwie flieht sie nicht. Zack. Oh, Hilfe, nicht schlagen. Bitte verschone mich. Ich mag furchteinflößend aussehen, aber ich bin kein Unhold. Warum bedrohst du mich dann so? Lass mich dir zuerst etwas erklären. Netter Märchenonkel. Mein Name ist Morsego und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wohne hier im Wolkenhort. Aber ich tue keiner Seele etwas zuleide und Kindesentführung liegt mir fern. Dieser Ziegenbart. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre ja so gerne mit den Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Ja, dann schneidet nochmal die Fingernägel, dann geht das bestimmt ein bisschen besser. Dabei würde ich mich wirklich gerne mit den Menschen anfreunden. Aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Obwohl. Es gibt da allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. Ja, in ihr ist von den Juwelen der Güte die Rede. Das war's. Die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. Hoffentlich habe ich da keine verpasst, weil ich jetzt erst so spät hier bin. Mit einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Er will sein eigenes Ich aufgeben, um mit den Menschen klarzukommen. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich möchte ein Mensch werden. Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reinen Herzens und voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gerne bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Eher nicht. Ja klar doch. Tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, erhält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an Orten, an denen sich viele Menschen versammeln, überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkenhort ist solch ein Ort. Oh, das reimt sich. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du von nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suche die im Wolkenmeer verteilten Juwelen der Güte also stets in der Nacht. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen. Das steht außer Frage. Eine Flasche wäre mir vollkommen lieb. Jetzt sag du erstmal deine Version der Geschichte. Vielleicht stimmt das gar nicht, was er gesagt hat. Der Dämonenonkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast von einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist. Dann gehe ich wieder zurück zu Mama und sage ihr, wo ich war. Ich verstehe nur die Kausalitätskette nicht. Weil sie ja erst vermisst war und dann hat sie aber noch in ihrem Bett geschlafen zu Hause und hat den Dämonenonkel auch schon gekannt. Und dann war sie plötzlich weg und irgendwie hat da nicht alles zusammengepasst. Egal, Juwelen der Güte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon direkt zu Cookies Mutter kann und mir welche abholen kann. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Es gibt bestimmt viele Juwelen der Güte. Das ist sowas wie die Golden Skull Tullas. Die gibt es aber nur im Wolkenhort. Zum Glück, möchte ich fast sagen. Und lass mich überlegen. Cookies Haus war hier drüben. Eine Laus. Ja, hier rein. Und dann kommen wir endlich zum nächsten Tempel. Ja, man kann sich da schön viel Zeit lassen. So, seid ihr jetzt beruhigt, wenn ich mit euch rede? Also dem Vater scheint es nicht groß zu interessieren, aber die Mutter. Ah, du hast meine kleine Cookie also gefunden. Du sagst, sie ist bei einem freundlichen alten Herrn. Da muss ich mir wohl keine Sorgen machen. Link lässt sich auch jeden Unsinn irgendwie verkaufen. Er glaubt alles. Ich hoffe, sie kommt bald wieder zurück nach Hause. Juwelen der Güte? Nein, noch nicht. Glaube, da muss ich einmal schlafen.
Ist das wahr? Du hast Cookie wirklich gefunden? Ich hab's auch gleich gesagt, hier bei uns im Wolkenhort gibt es eben keine Unholde, die Kinder entführen. Dann schlaf ich einfach mal bis zum Tage, dann so, wollte sie ja wieder da sein. Hep. Da ist Cookie. Cookie, 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 guck mal. Hallo Sam. Der Dämonenonkel sammelt ganz viele Dings da, der Güte. Oder so etwa. Kann ich trotzdem wieder bei ihm spielen? Frag deine Eltern. Was fragt sie einen Fremden? Ah, ich frag's nicht. Ich hinterfrag's überhaupt nicht. Oh Sam, dank dir ist meine liebe Cookie gesund und munter nach Hause gekommen. Wie kann ich dir bloß danken? Das liegt doch am Dämonenonkel. Der war doch der nette Onkel, der ihr geholfen hat. Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich danke dir für deine Güte. Ich rede sie fast wie ein Kind gerade, ne? Moment, wir haben es tagsüber. Wieso kann ich die Juwelen der Güte tagsüber sehen? Es hieß, ich soll nur nachts auf die Suche gehen. 5 Einheiten bekomme ich pro Mensch. Ah, da ist, stimmt, da gibt es auch noch 3 andere Sachen, die ich finden kann, von denen ich keine Ahnung habe. Jetzt noch. Interessant. Dennoch fühle ich mich ein bisschen verarscht, weil wir es tagsüber haben. Aber wahrscheinlich zählt das auslösende Ereignis. Und das war ja nachts mit dem Dämonenonkel. Das zählt dafür und nicht, wann ich sie bekomme. Moment, und jetzt wollen wir endlich. Kann ich hier noch kurz speichern? Nee, dann gehen wir erstmal dahin. Jetzt muss ich nur noch das richtige Loch finden und nicht in das falsche hüpfen. Sonst gibt's ungewollte Resultate. Das müsste sein. Golden. Grün war der Wald, rot war das Feuer. Und golden ist die Wüste. Da gibt es bestimmt dann auch Wüstengras, was ich brauche für Verbessern diverser Dinge. Was ist das? Hä? Was macht ihr denn da? Die trainieren. Oh, what the fuck? Was geht denn mit denen? Die haben mich jetzt zu nichts eingeladen, deswegen gehe ich lieber ein bisschen weiter. Sonst werden die noch böse. Wir sind gleich da. Wenn ich mich noch an früher erinnere, da kamen mir diese Wege so lange vor. Jetzt geht das innerhalb von wenigen Sekunden. Kommt man dahin, wo man hin will. Wenn man ordentlich fliegt. Und Parashal. Ich glaube, er hat es wieder von selber gemacht, weil ich erst die falsche Taste gedrückt habe. Du falsche Taste. Gebieter Sam, ich habe da etwas zu berichten. Wir sind nun in der Hornellenmine angekommen. War das nicht der Heliasee? In Twilight Princess? Okay. Seit hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Ah, das war bestimmt mal der Hügersee. Scheinwerfer an. Dann sehen wir auch was. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Ja, ich glaube auch. Und ich muss mir die auch so anwenden. Wo ist sie wohl? Doch nicht etwa geradeaus? Der einzige Weg, wo es weitergeht. Guck mich trotzdem hier ein bisschen genauer um. Da war eine Schatztruhe. Ich habe es genau gesehen. Und da ist noch sowas. Lauter Schätze hier versteckt. Die darf man nicht übersehen. Das ist bestimmt die Truhe, die ich so lange schon will. Dann brauche ich eine Bombe und nehme direkt eine mit und noch eine. Das war nur für einen Rubin, ja super. Aber ich werde trotzdem, wie er den Fuß drauf gesetzt hat. Diese Details, die finde ich schon grandios. Was ist das? Ja. Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Ich auch nicht. Ich kann kein Robotisch.
Moment, wir speichern gleich. Da ist noch so ein Roboter. Vielleicht können wir den ja irgendwie auf zum Leben bomben. Noch ein Rubin, das lohnt sich ja recht. Das ist eine Zielscheibe für einen Enterhaken. Das weiß ich, das weiß ich. Da ist die Truhe, ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Ja, damit. Wie komme ich an die Truhe? Da brauche ich einen Enterhaken für, ganz offensichtlich. Merken wir uns im Hinterkopf. Ist das ein Schalter? Nein, da geht es nur für die Wagen. Oder für die Fahrräder, die man dann eventuell bei sich trägt. Speichern und dann war es das hier erstmal. Das ging lange genug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.